Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zauberzin und in dem heutigen Video geht es einmal um die Karte Metaverse. Die ist ja mit der letzten Banlist auf 1 gegangen, was mich persönlich ein bisschen nervt, weil ich viele Decks um die Karte drumherum gebaut habe. Und heute geht es quasi einmal darum, ob die Karte Demise of the Land ein Metaverse-Ersatz sein kann. Und um diese Diskussion wird heute gehen. Erstmal würde ich sagen, wir sprechen über Metaverse an sich. Viele sagen, dass Metaverse ein Terraforming als Trap-Karte ist. Lustigerweise ist Terraforming auch auf 1. Also generische Feed-Spell-Searcher sind offensichtlich ziemlich stark für das Spiel. Aber im Endeffekt ist Metaverse nicht nur ein Terraform in der gegnerischen Runde. Denn ihr könnt ja die Feed-Spell auch aktivieren. Das heißt, ihr habt mit Metaverse zwei Optionen. Ihr könnt entweder die Karte aus eurem Deck auf die Hand nehmen oder direkt aktivieren. Was sie besser macht als Terraforming, weil das eine Fallenkarte ist im gegnerischen Spielzug. Wie wir mit Karten gesehen haben, wie Mystische Mine, ist es halt so, dass wenn wir im gegnerischen Spielzug so eine Mystische Mine hinlegen, dass es für den Gegner schon ziemlich böse sein kann. Aber auch schon vorher mit so Karten wie Secret Village of the Spellcaster oder Geheimnis of the Hexer war Metaverse schon eine richtig gute Karte. Aber mit der mystischen Mine ist halt Metaverse im gegnerischen Spielzug echt böse geworden. Okay, also wir haben jetzt die Prämisse von Metaverse. Das heißt, es ist eine Fallenkarte, die im gegnerischen Spielzug Spielverzauberkarten aktivieren kann. Das macht sie grundsätzlich nicht schlechter als Terraforming, aber auch nicht unbedingt besser. Sondern einfach nur anders, was ja bei vielen Karten, die einen ähnlichen Effekt ist, der Grundgedanke sein sollte, dass die Karten auf jeden Fall so ein bisschen anders sind. So, jetzt ist es ja so, dass wir, ich nehme kurz Terraform hier weg, eine sehr ähnliche Karte haben wie Metaverse mit Demise of the Land. Die Frage ist jetzt, werden alle Spieler, die Metaverse gespielt haben, auf Demise of the Land umswitchen? Grundsätzlich würde ich sagen, dass es in einigen Decks funktioniert, aber nicht in allen. Der Metaverse ist grundsätzlich besser als die Demise of the Land. Und ich werde euch mal erklären, wieso. Denn die Demise of the Land ist eine Quickspell-Karte. Das ist generell erstmal besser als Metaversum. Aber Untergang des Landes hat eine Aktivierungsbedingung. Das heißt, ihr könnt es nur dann aktivieren, wenn euer Gegner etwas tut. Und das ist in dem Fall eine Karte spezial zu beschwören, ein Monster. Und beim Metaversum ist es so, ihr könnt die immer aktivieren. Und das immer aktivieren ist wirklich extrem wichtig. Meistens werdet ihr die Karte aktivieren, wenn ihr schon mal gerufen hat und dann halt Mystic Mine zu aktivieren. Aber auch nach den Normals sammeln. Diese Karte kann nur funktionieren, wenn euer Gegner mal spezial beschwört. Und diese Karte kann die Karten auch nur aktivieren. Die kann die auch nicht auf die Hand tun. Das heißt, Metaversum hat auch noch die Utility, dass ihr, wenn ihr davon zwei Stück habt, dass ihr die eine setzen könnt und die andere auf die Hand nehmen könnt. Was natürlich jetzt nicht mehr könnt, weil die Karte hier auf 1 ist. In dem Video geht es ja, aber das war die Utility bei dieser Karte. Und ihr könnt immer noch, falls ihr schon eine Feedspell habt, Metaversum auf dem Feld liegen habt und euer Gegner versucht, diese Karte kaputt zu machen, könnt ihr immer noch sagen, ey, pass auf, Metaversum, ich hole mir die Feedspell von meinem Deck auf die Hand. Diese Karte erlaubt das nicht. Die sagt einfach, aktiviert die Karte, wenn euer Gegner was spezial beschwört. Das heißt, in einigen Decks funktioniert das. In manchen, wie zum Beispiel unserem traurigen Altergeist-Deck, funktioniert das nicht. Weil wir brauchen ja die Fallenkarte, um Multifaker zu triggern. Und da wir jetzt noch einen haben, wäre natürlich mehr Fallenkarten schön gewesen. Aber das funktioniert natürlich mit Demise of the Land nicht. Dann ist Demise of the Land natürlich zu Imperial Order und allen Villain Trap Negatoren anfällig, während Metaversum natürlich gegen ganzen Spell-Negates natürlich unbeeinflusst ist. Das ist quasi die Diskussion zu diesen beiden Karten. Ich glaube, dass diese Karte deutlich schlechter ist, aber in einigen Decks wirklich gut gespielt werden kann als Metaversum-Ersatz. Wenn man wirklich nur diese Karte benutzen möchte, um die mystische Mine halt rauszubekommen, dann, ja, dann funktioniert es in vielen Decks. Ob wir jetzt einen Shift im Meta sehen werden, dass die meisten jetzt diese Karte spielen werden und einem Metaverse
dass wir also quasi trotzdem 3 behalten? Glaube ich nicht. Ich werde es mal in einigen Links ausprobieren. Ich habe die Karte in Trains schon ausprobiert. Funktioniert nicht ganz so gut wie Metaverse, logischerweise. Aber es ist trotzdem keine schlechte Karte. Und wir haben ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, jetzt ein Terraforming-Vorlog. Das heißt auch da, die Feedspills sind deutlich weniger konstant, weil wir jetzt ja wirklich nur noch eine Terraforming haben. Einmal Metaverse, 3 Demise of the Land. Eine Karte, die wir nicht vergessen dürfen. Wir haben hier nur eine Setzrotation. Die Karte ist nämlich auch richtig gut. Das ist nämlich unser Terraforming-Ersatz. Das heißt, wir werden jetzt in vielen Decks wahrscheinlich 2 Terraforming sehen. Ein Terraforming sehen, ein Set Rotation und eine Field Spell, die mit dem Team nichts zu tun hat, damit wir auf jeden Fall unsere 2 Terraforming spielen können. Weil das ist halt für viele Decks auch wichtig. Und ich glaube, dann nehmen sie den Brick von der einen Field Spell auch in Kauf. Das ist zumindest meine Vermutung. Aber wir werden es sehen, weil du meinst, das ist ja immer noch eine Option. Es gibt auch noch eine Karte, die kann sowas ähnliches, die nennt sich Pop-Up. Ich werde sie kurz einmal hier einblenden. Die habe ich aber jetzt nicht zu Hause gehabt, deswegen konnte ich jetzt über die Karten reden. Also wir halten fest, Metaversum, deutlich bessere Karte als die Demise of the Land, deswegen ist Metaversum auch auf 1 gegangen und Untergang des Landes ist noch auf 3. Und denkt darüber nach, Set Rotation in euer Deck zu integrieren, wenn ihr einen Field Spell Searcher braucht, weil das, glaube ich, gar nicht so schlecht von der Idee ist. Dann würde ich sagen, was das von mir zu meinem Diskussionsvideo zu Metaversum. Dann würde ich sagen, haut da rein. Ciao.